Willkommen zurück zu GTA Online. Ich habe hier einen ganz netten jungen Mann hier auf meiner Couch sitzen, und zwar der Jona aka Onehand. Jo, Leute. So, wir machen heute Heist, da es in der letzten Folge ja nicht so gut funktioniert hat mit der Heist. Machen wir das jetzt hier mal. Weil er lief nicht einfach so, hoffe ich mal. Oh, ich habe aus also dem Fernseher drücken. Fernseher gucken gedrückt. Ich sehe es. Ach. Nee, ich bin eigentlich niemand so, der einfach lieft. Ja, das finde ich gut. Es geht ja um Andere Geld. denken nicht so. Die gehen dann einfach. So, dann gucken wir mal, was der Lester so für uns geplant hat. Wir haben das Intro eigentlich schon gesehen, aber jetzt gucken wir es uns halt nochmal an. Der Vollständigkeit halber. Da ist er Hey. schon. So, wir machen schwer, damit es mehr Golle gibt. Schwer, Und bist du dir da ganz sicher? ja. Okay. Du bleibst vor der Tür auf jeden Fall. Hältst die in Schach. So. Und Schluss geht's. Alles klar. Ah, dauert. Crew-Komplettauswahl, Vorauswahl. Beste Kamera, keine. Was haben wir denn hier? Och, komm. Der Gangster mit der Lederjacke. Also, was es nicht alles gibt. Naja, so lassen wir's. Jetzt wird gekloppt. Ah, oh, kein Intro, okay, weil ich es schon gesehen habe. Alles klar. Ey! Achso, wir müssen alle mit einem Auto fahren. Ja, Ich hab mit gerade seiner gedacht, wo ist mein komischen Auto? Flitsche da. Take us to the Flisa on Western Highway, near Chumash. Das ist jetzt natürlich die spannendste Fahrt. Word of warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. Gut. Achso, hier noch nicht. So, my taciturn friends, I suppose you want to know Ah, how jetzt we're labert er doing natürlich this. wieder. Well, funny you should ask. We're driving out to the bank, taking a look at it, picking up some equipment, and then heading back to make our plans. Not very complex at all. We're not going in, we're not poking it with a stick. We're just sitting back and taking a look. You see, I like my scores like I like my dates. Across the street and unaware they're being watched. All right, so why this bank over all the other banks in the state? Why does fortune favor this one? Another good question. You're full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever, or for the IRS. Well, this bank's got some safety deposit boxes, and in one of those safety deposit boxes are some bonds being hidden from the tax man that no one's gonna report missing. All starting to make sense. Security should be light. Well, relatively light. Light if... There it is. Take a look. Drink it Aber in. schnell. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Die Frau auf dem Plakat ist auch hübsch. Not Oh. much security. Staff won't give a crap. Especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Okay, nochmal 4 Kilometer. Now, when you hit the bank, you're Ja. going to security Das wird ja system. I've lustig. written a neat little program that'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, in the passenger seat, I've sent it to your Och phone. nee, jetzt muss ich hier wieder das komische Labyrinth Keep your machen. hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Ah, oh, ist das nervig. Dieses Minispiel hier, das. Ich hoffe, du hörst die Hupe. Schaltung komplett. Dafür sind also die 4 Kilometer gedacht, damit ich ja das Ding hier schaffe. Ja, lass dir Zeit. Ah, ich hab's ja schon mal gemacht. So, das war nochmal 2. Und das letzte noch. Da bist du ja voll. Bist ja voll der Ja, das Pro. letzte ist das Schwierigste. I'm calling Paige. She's my assistant. First, she's gonna get us what we need. Ey, was denn das Saw jetzt? me in half.
Excuse me. Then she's gonna saw me in half. Tipo? So, das war's schon. No? Didn't like that one? You don't make it easy. Es da halt doch einfach daneben. Fresse bitte. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice. Die Verbindung zu dir ist auch wieder perfekt. I'll be over to collect those people. Jetzt nach oder was? Nee, also du fährst manchmal einfach in Häuser rein und dann spawn ich es bei uns so an das Auto irgendwo wieder auf der Straße. Ja gut, also wenn ich Schilder umfahre, das ist viel. Ja, aber... Weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Lobby hier, ob du die jetzt von deinem PC aus hostest oder die jetzt Rockstar hostest, ich habe keine Ahnung. Ui, ja genau, so, genau so fliegt ein Auto. Genau. Alter, geile Verbindung. Ich will die Slatu fahren. Es ist natürlich praktisch, was du da jetzt getan hast. Wahrscheinlich jetzt gleich Mission gescheitert. Page ist gestorben. Ich will fahren. So, was machen wir jetzt? Jetzt holen wir, glaube ich, das nette Autochen. Oh, da ist Sprengstoff. Ach, zurück zum Apartment. Stimmt, wir kriegen jetzt die Ausrüstung. Is it all there? I think so. You want to get out and check? Go down the inventory? Or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wife seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. Ja, das sind wir. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing with rent money and fly, that's the way it should be. She didn't mean anything by that. Außer die Lampe, die war gerade. Ja, die war real. Alles andere, wenn ich so in ein Haus reinfahre, dann solltest du im Kopf behalten, dass das leckt. Hui, das war knapp. Da steht mein Auto. So. Na easy, oder? Easy peasy, lemon squeezy. So. Vorbereitung bestanden. Warum auch immer du jetzt Platin bekommen hast? Ja, weil ich das Ding da, glaube ich, gemacht habe. Kaya gibt ja gut RP. Oh. Kann man mal machen. Großen Punkte. Okay, okay, okay. Now, Paige will set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes, the room. Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the team from a score should be split up. Eins in Deutsch, oder? Crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Hmm? Isn't that right, Paige? Blow me. Alright. You're only gonna need one thing. Hey, warum nimmt ihr eigentlich keinen Patex? It's a high speed armored car. Viel schöner. Getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door, you're gonna be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail. Also, wir müssen diesen Kuruma da klauen. Ja. Hey, here's your board. Good, good, good. And when you're ready to move on the car,
Go over it. Study the plan. Tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Well, there is an element of that, huh? Oh. Was hat er bloß gefrühstückt, Alter? Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. So, danke. Können wir jetzt hier mal, also, ich bitte dich. Dankeschön. Oh nee, jetzt kommen diese blöden Tooltips. Oh nein. Echt? Winnelraupfe. Oh, jetzt muss ich das... Jetzt müssen wir warten, bis das... Bitte warte, bis der Anführer die Einführung für die Raubüberfallplanungstafel beendet. Ich hab's ja nicht schon gesehen, weißt? Ich hatte das schon mal. Nicht. Das ist das Nervigste, was ich je gesehen habe. So lang lesen wir jetzt mal durch. Fließer, Überfall, Kuruma. Beschaffte Fluchtwagen für den Fließerüberfall. Es befindet sich momentan auf einem Parkplatz in Del Perro in der Obhut einer arroganten Crew aus Little Seoul. Das ist unser nächstes, was wir machen müssen. Dann müssen wir jetzt ein gepanzertes Auto zocken. Den Kuruma. So, können wir jetzt dann mal bitte. Also, es geht noch schneller. Alter, wenn ich mir das so anschaue, ist Danke. Los Santos ja schon eine edle Map. Ja, schon schön. Und jetzt musst du das vorstellen, die Map, wo ich gerade eben erwähnt habe, wo es vielleicht in GTA 6 geben wird, die ist viermal so groß. Wenn nicht sogar fünfmal. Krass. Aber man muss sich ja auch mal überlegen, wenn du so eine große Map machst, musst du ja auch den Verkehr planen. Also du musst ja... Mach mal bitte eine andere Kleidung, wenn du das ändern kannst. Gespeicherte Outfits, oder nicht? Ja. So, alles voll, aktiv, einstellen, bestätigen, spielen. Man muss ja auch den ganzen Verkehr programmieren, dass der funktioniert, weil wenn du, du kannst ja nicht einfach Autos irgendwie in die Stadt setzen, die fahren von alleine. Muss ja auch alles programmiert sein. Ja gut, aber du musst ja nicht jeden Ablauf programmieren, sondern du musst ja nur eine KI im Prinzip schreiben. So. Wobei eine KI ist ja in dem Sinne künstliche Intelligenz, ne? Ja, aber trotzdem müssen so um die 10.000 Autos da in Los Santos rumbrettern. Das ist schon viel. So, wir fahren mal beide mit unseren Autos. Mal gucken, wer schneller ist. Was, da ist schon eine Kuruma oder was? Ja klar. Ach, das stimmt, das ist ja auf dem Parkhausdach. Stimmt, ja. Das ist auf dem Dach oben, ne? Willst du da jetzt hochlaufen? Ja. Ja klar. Ja, raff dich doch jetzt mal, yo. Dicker? Oh, wo kann ich jetzt die Maske anmachen? Hast du ein Pad, ein Gamepad oder Tastatur? Gamepad. Pfeiltaste nach links. Ah ja. Hab gerade den Tooltip verpasst. So, da haben wir die Waffe. Nice. So, dann gucken wir mal, was wir tun können hier. Hey, what are you doing here? Hallo? Hallo? Motor Aim? Warum geht denn das nicht? Jungs, ich will euch eigentlich gar nichts machen. Ich sehe hier gar nichts. Aber ich bräuchte mal euer Auto. Ist es okay für euch? Keine Panzerfaust bitte benutzen, gell? Natürlich nicht. Da ist er noch. Campen die denn jetzt da? Hallo, hüpf mal darüber. Konnunda, la, da, endlich ist ja wahr. Ente. Alter, jetzt geh doch mal da. Also da kann man doch mal. Alter, geht einfach nicht in Deckung. Komm. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es soll.
Die haben natürlich hier die Sprungschanze weggemacht. Alter, der Baumeister. Kann ja mal so meinen privaten Kuchen mal nehmen. So. Na toll. Na, ich glaube, die haben wir leicht weg hier. Ah ne, da sind ja noch welche. Upsi. Ah Junge, was fährst du? Na komm. Ich glaube, ich muss gleich auf Maustastatur umsteigen hier. Okay, wir haben sie, glaube ich, jetzt abgehängt. Ja, da sind sie weg. Alter, unser Heck, wie das aussieht. Alter, das Auto. Alter! Komm mal durchlöchert. Ach ja, sieht ja ganz in Ordnung aus. Sorry. Es ist aber irgendwie voll unlogisch, dass das eine ganze Bande ein komisches Auto bewacht. Warum? Warum? Ja. YOLO. Siehst du, jetzt hast du auch mal Platin bekommen. Ja. Level 39. Yay. Yeah. Level 65,5. Und fahre ich einfach mit dem Fiat, den heißt. Mit dem kleinen, mit dieser kleinen behinderten Karre da. Mit so einem Punto. So. Ja, dann musst du jetzt eigentlich nur warten, bis dir Lester eine SMS schickt. Genau. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben die zwei Vorbereitungen gemacht. Dann können wir in der nächsten Folge auch die richtig heiß machen. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.